Hallo und willkommen zu meinem nächsten Video und ihr seht schon im Hintergrund und könnt es auch am Titel lesen. Wir machen jetzt drei Matches in Pokémon Karmazin und Purpur, beziehungsweise ich spiele ja Purpur, im Ranked, also CP-Matches. Denn ich möchte gucken, wie gut ist Terrakristall Bodentyp Gyarados. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich hoffe, wir haben natürlich Glück mit den Gegnern, dass wir entsprechend, ja, leichte Gegner bekommen, dass ich wenigstens hier ein paar Siege präsentieren kann. Und so, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schreibt gerne auch in die Kommentare, falls ihr das auch spielt, Ranked Matches, welches Team ihr habt. Wir spielen natürlich den Einzelkampfmodus. Hier einmal kurz, schnell im Überblick, mein Team. Ich habe Terrakristall Typ Wasser Arcani. Wie gesagt, das Gyarados. Dann Trikefalo mit Elektro-Typ. Brutalanda bleibt Drache. Dann haben wir Gengar vom Typ Feuer. Und ein Stahl-Dragoran. Das wäre das Team. So, Gegner ist gefunden. Und wir kämpfen natürlich direkt. Ich bin natürlich nicht so gut. Bin noch nicht so weit. Gegen jemanden, der sehr krass zu scheinen mag. Genau. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Wir wollen natürlich immer alle ausprobieren. Wir fangen aber mal an. Ja, so. Wir werden, wie gesagt, alle mal austesten. Ich bin fertig. Und dann schauen wir mal, wie gesagt, ich hoffe, drei Matches sind nicht zu lang. Angemessene Länge. Und dann schauen wir mal. Und ihr könnt natürlich gerne reinschreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt. Von Ranked Matches. In dem Sinne. Denn, klar, ich bin jetzt nicht der Beste. Und ich spiele immer das, was ich Bock drauf habe. Und so. Aber wir schauen mal, wie es läuft. Genau. Ich muss mal gucken, wie ich das schneide. Ach nee, der Delfin, der wird den Delfin hier rauswechseln. Okay. Das heißt, es kommt irgendwas, was der meint, wo Gyarados gut gegen ist. Da der eh auswechselt, spielen wir mal den Drachentanz. Er wechselt eh aus. So, mit seiner Attacke, das ist okay. Juckt mich nicht. Aber ich kann mich natürlich schon schön boosten. Das ist gut. Und schön. So. Und dann schauen wir natürlich entsprechend einmal, ob es klappt. Ich hoffe natürlich, dass im Video, weil es ein bisschen anders ist als im Stream, alles mit dem Ton funktioniert. Okay, ein Mimikma. Ist ein Geist-Feen-Pokémon. Ich will aber nicht rauswechseln. Der hat Kostümspuk. Das heißt, theoretisch machen wir doch mal Erdbeben. Ich will mich noch nicht terrakristallisieren. Ich will halt noch nicht meine Sachen verschwenden. Und der ist immer noch schneller als wir. Okay, mal gucken, wie stark das Erdbeben... das ist natürlich klar, Kostümspuk. Dann nochmal, ich hätte auch Drachentanz spielen können, alles gut. Sein Delfin wird gleich nervig. Knuddler macht mich halt komplett kaputt. Okay, verliert einige KP. Er hat den Delfin, also brauchen wir Trikefalo, brauchen wir später noch. Ich gehe erstmal, glaube ich, auf den Tiefschlag. Ja. Das Match... Ich müsste eigentlich auf... Ich muss auf den Tiefschlag gehen, das tut mir leid. Ich muss Schaden machen. Oh Gott. Okay. Dunkelklaue. Ciao, ciao, Gengar. Okay, das erste Match. Das ist natürlich jetzt super gut gelaufen. Nicht... ja. Das ist natürlich jetzt bescheuert. Dass das so gar nicht läuft irgendwie gerade. Voll gegen mich. Ja. Es ist halt Knuddler, ich bin tot. Was soll ich machen? Ich konnte nichts machen. Schade. Das erste Match war ein Satz mit X. Das war wohl nix. So, der nächste Gegner wurde auch gefunden. Also Gegner Nummer 2. Und schon wieder so welche Zeichen. Ich kann es nicht glauben, dass wir hier schon wieder so unlucky sind. Ja, das wird immer benutzt. Genau. Dann Dragoran. Und Brutalanda. So. Wir sind ready. Ja, das Mimikma wird mir sehr wahrscheinlich Sorgen machen. Aber... Der Typ spielt ohne Items.
Das heißt, vielleicht habe ich ja sogar eine Chance zu gewinnen. Aber wir schauen mal gleich, wie es entsprechend mit seinem Team läuft. Wenn ich das gerade richtig sehe, dass er keine Items spielt. Oder sieht man die Items? Ich habe da beim ersten Mal nicht darauf geachtet, ob man die Items sieht. Beim Gegner, damit man weiß, welche Items der spielt. Da bin ich gerade überfragt. Ja, so oft spiele ich auch nicht CP. Und wenn, mache ich das eh nur aus Spaß mit irgendeinem Fun-Team, wo ich gerade Bock drauf habe. Also von daher war es klar, dass wir nicht so erfolgreich sind. Aber hey, ein Sieg wäre schön, wenn ich den einfahren könnte. Würde mich freuen. So. Mal gucken, was du drauf hast. Filinara. Gyarados. Der wird sehr wahrscheinlich erstmal den Angriff schön sinken mit Bedrohung. Drachentanz. Klar, ich will meinen Terra-Kristall-Typ noch nicht verschwenden. Weil ich weiß nicht, ob ich den brauche, aber wir werden gleich mal gucken, ob wir zum Boden werden. Er geht direkt. Okay, wir müssen. Dann volle Kraft voraus. Klar, man spielt immer sowas mit Drachentanz, dachte ich mir, macht Sinn, den noch ein bisschen mehr zu boosten, den so zu spielen. Und dann schauen wir doch mal. Und ihr wundert euch bestimmt, warum ich Terra-Kristall Bodentyp Gyarados ausprobieren möchte. Oder ausprobiere gerade. Sehr schön. Filinara wurde besiegt. Denn das war ja mal ein Event-Pokémon, was verteilt worden ist. Was wir aber nicht innerhalb von Deutschland bekommen haben, sondern nur außerhalb. Über so ein Code-Verteilung. Ich weiß nicht mehr genau, welches Land es war. Und deswegen, wir haben das dann im Raid bekommen. Und dementsprechend, ja, mussten wir ja damit klarkommen. Ich bin hoffentlich schneller. Ah, shit, der hat auch Terra kristallisiert. Und wenn der auch vom Typ Boden ist, habe ich ein Problem, weil mein Donnerblitz. Oh! Der nimmt zwar die Schwäche raus. Er nimmt zwar die Schwäche raus, die Vierfachschwäche raus, aber das passt schon genau. Und deswegen wollte ich halt unbedingt das mal. Ma, nicht so ganz so stark. Nassschweif. Auch mal ausprobieren, ob das sinnig ist, das zu spielen. Okay. So. Wasser. Ich kann da keine Elektro-Attacke, da kann ich auch keine Elektro-Attacke. Ja, Typ Stahl, aber ich kann mich nicht mehr Terra kristallisieren. Ja, ich muss auf Dragoran gehen. Der Überreste. Jetzt ist die Frage, auf was für eine Attacke gehe ich bei Dragoran? Ich habe, glaube ich, keine Zeit, Drachentanz zu machen. Also gehe ich mal auf Aeoras in der Hoffnung, dass es klappt. Dass wir schnell. Okay, wir hätten Drachentanz machen können. Knirscher. Ja, wir gehen. Wir gehen auf Drachentanz. Ich will mich schon mal hochboosten fürs nächste Pokémon. Das passt. Er wird ja wahrscheinlich nicht auswechseln. Ich wollte nur nicht das Risiko nicht eingehen. Dass wir hier abkacken und abschmieren. Deswegen, so. Meine, ich bin ja eh schon schnell. Also man merkt, dass sein Team noch weniger, oh Gott, noch weniger CP-mäßig ist als mein Team. Deswegen sehe ich hier nicht so alt drauf aus. So. Jetzt Aeroas. Ja, macht Sinn hoffentlich. Wenn ich treffe. Aber Aeroas trifft ja eh meistens. Das war auch, glaube ich, der entscheidende Kick. Und wir haben das Gyarados rausgenommen. Sehr gut. So. Natürlich die Überreste nehmen wir natürlich gerne mit. Aber die heilen nur gerade 10. Okay, das sieht nicht so gut aus. Es kommt darauf an, was das letzte Pokémon ist. Ich hoffe, irgendwas, wo noch mein Butterland dagegen gut aussieht. Okay, Dragoran gegen Dragoran. Das ist natürlich. Ah, ich habe keine. Ich habe keine. Shit, ich habe keine Drachenattacke. Aber ich hoffe, mein Dragoran ist schneller als seins. Eisenschädel, ja. Und jetzt zurückschrecken. Nein! Eisenschädel gegen Eisenschädel. Okay, das heißt, es ist sehr wahrscheinlich auch das, aber das ist jetzt eh uninteressant, weil man nur einmal Terra kristallisieren kann. Es ist das. Come on. Vierte Volltreffer oder Zurückschrecken. Es ist das, was man da fangen kann.
wo man es immer fangen kann, mit Eisenschädel. An dieser besonderen Stelle im Spiel. So, eigentlich normalerweise, wenn mein Brutalanda schneller ist, mit Drachenklaue, können wir hier den Sieg feiern. Was ich natürlich sehr feiern würde, Bedroher, aber Konzentrator wirkt dagegen. Und bin ich schneller? Er wählt noch aus, Verbindung wird hergestellt. Come on. Es wird doch hoffentlich jetzt so sein, dass wir jetzt hier das Match gewinnen, wenn ich zuerst angreifen darf. Ich hoffe natürlich, dass ich schneller bin. Da kommt die Drachenklaue und da ist der Sieg. Nice. Ein Sieg geholt. Das ist doch schon mal das Ziel, was ich erreichen wollte. Ich hoffe natürlich, der Kampf war unterhaltsam für euch. Und wir haben unseren ersten Sieg. Nice. So, wir haben den letzten Gegner fürs Video gefunden. Und so. Und ich hatte gesagt, wir machen 3 Matches. Das ist auch für euch jetzt, was ihr seht, das 3. Match. Und ja, ich musste das andere Match leider rausschneiden. Da ist ein bisschen was schief gelaufen. Deswegen ist das jetzt das 3. Match. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Passiert leider. Kann man nichts machen. Und deswegen, ihr seht 3 Matches. Für mich ist es aber das 4. Match, was ich aufnehme. Genau, das erste habe ich ja verloren. Das habe ich ja trotzdem drin gelassen. Das zweite habe ich gewonnen. Und jetzt schauen wir mal, wie das in dem Sinne das 3. Match im Video läuft. Und ja, der hat auch schon wieder keine Items. Ich weiß nicht, ob die Items bei dem Gegner nicht angezeigt werden, dass man nicht weiß, welche Items die spielen. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Genau. Deswegen, ich hoffe, das ist in Ordnung so. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Es macht Spaß zuzugucken. Ja, genau. Und ja, verflucht mich nicht, wenn ich jetzt nicht so gut in CP bin. Ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, aber hey, ich spiele auch Spaß, zeige euch ein Video und dann schauen wir mal, ob wir hier einen Sieg hinkriegen. Wie gesagt, das andere konnte ich leider nicht präsentieren. Das andere, den anderen Kampf leider. Ist natürlich so. Okay, ich habe leider nicht mal eine... Ja, ich hätte jetzt gerne eine Honigstattacke gehabt. Aber wir kriegen das schon hin. Erstmal den Drachentanz, erstmal speeden. Und dann schauen wir mal, was er hat für Moves. Okay. Spezialverteidigung sinkt, ja. So. Eigentlich müsste ich nochmal stacken, aber ich glaube, der macht mir sonst zu viel Damage. Ich gehe auf Eichstrahl und hoffe, dass er einfach einfriert. Nachtflut. Okay. Das kann ein schneller Kampf werden. Dann halt Arcani mit Knirscher. Und dann wird das schon irgendwie. Also der macht wieder seine Attacke, dann RIP. Der nervt hier schon, oder was ist das für ein Pokémon, ey? Das ist so nervig gerade, aber hey, wenn wir ihn rausnehmen können... Oh. Ach, das ist... Ja, okay. Das ist gar nicht sein Pokémon. Es ist ein Zorak. Ja, hätte ich ja wissen müssen. Eine Attacke. Das ist nämlich seine Spezialattacke. Ja, okay. Dumm. Dumm gelaufen. Der nervt gerade. Ordentlich. Ja, das ist blöd. Okay. Er killt mich. Nochmal? Er will mich komplett hops nehmen. Weil er weiß eh, dass ich jetzt sein Pokémon besiege. Okay. Ja, das heißt, der letzte Kampf geht auch an ihn. Ich bin jetzt in der Spezialverteidigung so geschwächt. Ich kann nichts mehr machen. Ich hätte eigentlich auf Drachentanz gehen sollen. Aber das weiß man halt nicht, ne? So, ich werde jetzt einmal Terra kristallisieren. Und auf Eisenschädel gehen. Weil mir nichts anderes übrig bleibt. Um Psycho-Attacken abzufangen. Von dem Pokémon. Jetzt ist es das Pokémon, was ich eben mit Unlicht angegriffen habe. Das ist natürlich ein kleiner Fail. Im Video, das passiert, da ist
schreibt ihr mir bestimmt rein, das hätte man noch wissen müssen, hätte man noch an der Attacke sehen müssen, dass das nicht vom Typ Psycho ist. So. Und der Eisenschädel, der knallt nicht gut rein. Ja, das ist klar. Yes, zurückgeschreckt. So. Okay. Und jetzt gehen wir auf Erdbeben. Kann ich das Match doch noch gewissermaßen... Nein! Donnerblitz, okay. Umdrehen, was? Alter, wie viel Damage macht denn sein scheiß Donnerblitz, bitteschön? Okay. Reicht das Erdbeben, um ihn rauszunehmen, oder gehe... Warte, ich muss kurz gucken. 60 und... Ja, Erdbeben ist stärker. Okay, let's go. Erdbeben drauf. Reicht das aus? Nein, okay, er hat gewonnen. Schade. Okay. War ganz okay, bis auf den einen kleinen Fehler. Und das waren dann meine drei Matches. Genau. Ihr könnt ja dann selber beurteilen, wie ihr die Matches fandet, wie gut ihr mich fandet oder nicht. Das war's dann vom Video. Wir werden natürlich jetzt keinen neuen Gegner mehr suchen. Dann würde ich mal sagen, Leute, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video oder Livestream wieder, wie sein Uhren macht. Natürlich keinen neuen Kampf. Und damit sage ich dann ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal.